Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zur dieswöchigen Grinding-Ausgabe mit WWE Supercard. Leute, bevor wir jetzt hier so direkt so ins Game reinkommen, möchte ich nochmal ganz kurz die Stelle nutzen, weil wir müssen nämlich darüber reden, WrestleMania 36, ihr seht, ich habe die Deckstufe auf einmal, das geschah wirklich plötzlich, genauso plötzlich, wie es passiert, dass auf einmal das Spiel hier abstürzt, soll uns nicht weiter stören. Leute, wir nutzen vielleicht ganz kurz die Möglichkeit, es ist gerade ein QR-Code im Umlauf, ne, wo ihr euch den Fight Night Kartenrücken besorgen könnt und hier dieses Handtuch als Unterstützer, ist aber hier Reduzierung auf den Gegner. Leute, pausiert vielleicht ganz kurz das Video, das ist der QR-Code, ich hoffe, das passt von der Auflösung her, ist nicht die beste Quali, habe ich schon selber mitgekriegt, aber es ging auch bei mir mit dieser Qualität, deshalb pausiert vielleicht schnell und dann hoffe ich, dass ihr euch das schnell abholen könnt, dieses QR-Code Päckchen mit dem Kartenrücken und dem Royal Rumble Unterstützer. So, haben wir das dann jetzt auch abgefrühstückt? Hier, Leute, vielleicht nochmal ganz kurz. Das ist er. Das ist er. Das ist er. Gut, ich denke mal, jetzt hat es jeder gemacht. So, bevor wir jetzt hier spielen, muss ich erstmal ganz kurz mit euch reden. Und zwar, ihr seht, ich bin WrestleMania 36 von der Deckstufe her. Es kam kein Freebie-Video, weil der Freebie nämlich auf einmal da war. Wie soll ich sagen? Leute, ich fange am besten mal so an. Ich habe den guten John Cena geplaylevelt, ne? Hier auf die Pros kommen wir gleich mal zu sprechen hier, Leute. Ich habe den guten John Cena trainiert und so weiter und so fort. Und war ja hier Team-Event gewesen und alles gut. Der war fertig. Ich habe den nur auf 105er Level gebracht und war dann von der Deckstufe her Royal Rumble +++, aber wirklich so, dass der Balken quasi rechts schon übergeschwappt ist. Ne? Also da hat wirklich nie viel gefehlt. Momentum-Slot hatte ich einen gehabt. Der war dann schon drauf gewesen auf John Cena und das war's dann. So, dann war ja hier Team-Event gewesen und ich habe ja dann auch hier nebenbei King of the Ring so ein kleines bisschen, lass ich mal nebenbei so ein bisschen laufen. Und auf einmal, ich spiele so, weil ich habe nämlich auch gerade nur so ein bisschen Wild Matches und so gezockt gehabt, wegen den täglichen Aufgaben. Ich spiele so und dann lande ich auf dem Board und bin am Ziehen und dann kommt auf einmal der Flash. Hier wegen hier, sag schon, ihr wisst schon die Kartenanimation und dann kam mein Freebie. Und ich so, hä? Das darf doch nicht wahr sein, weil ich war ja Royal Rumble +++ und habe mich natürlich übelst geärgert. Hier, Mensch, du wolltest doch ein Freebie-Video machen, wie halt immer. Ja, verkackt, ne? Und Leute, ich kann es mir nur auf eine Art und Weise erklären, warum das so war. Ist ja manchmal so dieses hier, man muss da manchmal reingehen ins Spiel, rausgehen ins Spiel und dann ist da die Deckstufe da oder man muss ein Wild Match machen und dann passt das dann. Aber ich habe ja schon ein paar Matches gemacht gehabt. Ich kann es mir nur auf eine Art und Weise erklären, nämlich der gute Diesel wird schuld sein. Mittlerweile hat er jetzt schon 72 Kämpfe. Aber der hatte, da habe ich dann nämlich geguckt, der hatte nämlich 70. Und ich kann mir vorstellen, dass, nee, 60, 60 waren das da gewesen, 60, genau, ist ja bei was ist das hier, 3 geteilt, hier bei 25, 50, 75 oder so, ich weiß nicht, auf jeden Fall, der hatte 60 Kämpfe gehabt. Und ich kann es mir wirklich nur so vorstellen, dass vielleicht dort das kleine Zippel gereicht hat, dadurch, dass durch die Kämpfe die Karte ein kleines bisschen stärker geworden ist, dass das gereicht hat, dass ich dann auf WrestleMania 36 war. Ich kann es mir wirklich nur so erklären. Auf jeden Fall, Leute, ich konnte dadurch kein Freebie-Video machen, weil ich mich selber dann so ein kleines bisschen geärgert habe. Und ja, jetzt habe ich ein Freebie, jetzt bin ich auf WrestleMania 36. Will euch natürlich nicht vorenthalten, wer das war. WrestleMania 36, bam. Der gute Adam Cole war mein Freebie gewesen. Coole Karte, definitiv. Ich bin definitiv nicht der größte Adam Cole-Fan, aber das ist Wrestling. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Jeder hat seine Lieblinge. Und ja, mein Freebie. Definitiv, wenn ich mir das Ranking angucke, nicht die schlechteste Karte. Gutes Mittelfeld, oberes Mittelfeld, um genauer zu sein. Und von daher ist das doch definitiv ein Freebie, den man mitnimmt. Ja, und deshalb, das war dann, ich war dann selber so verdutzt gewesen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. So, und dann, weil wir hier eh schon drin waren bei Kombinierbar, mit dem guten Randy Orton, das habt ihr mitgekriegt, der braucht hier auch nicht mehr viel, ne? Dann hier muss er doch so ein bisschen geplaylevelt werden. Hier der eine Roman Reigns, der ist gerade im Performance Center, der ist dann auch ready. Ja, da war dann hier so Aufgabenbelohnungspack gewesen.
Hier, nee, dieses große Herausforderung. Nein, ich erzähl Quatsch, das war Wilder Mittwoch. Wilder Mittwoch, genau, war gewesen. Da habe ich Andre the Giant gekriegt auf Royal Rumble. Richtig geil, weil der wird Pro und ist definitiv auch eine dieser Royal Rumble-Karten, die ich unbedingt haben möchte als Pro. Und dann, genau, war so ein großes Herausforderungsbelohnungspack. Ich hatte meine 25 Tickets, habe das aufgemacht und hatte Sami Zayn da drin. Bedeutet, Andre und Sami wären auch noch Pro. Sprich, hier sind 4 Royal Rumble-Pros in der Pipeline. Was natürlich richtig gut ist für mich, ne? Also wenn ich bei Road to Glory dann reingehe, wenn er es macht, ja, hilft mir natürlich ungemein, ne? Da wird dann meine schlechteste Karte, wird eine Vanguard Pro sein, was für mich natürlich einwandfrei ist. Deshalb, es geht voran. Mit kleinen Schritten, weil ich sage mal, ich spiele es ja auch nicht mehr so viel. Deshalb ist das vollkommen okay. Vollkommen okay. So, ich muss mir dann nur auf die Fahne schreiben, ich muss definitiv wenigstens mir einen Momentum-Slot holen, damit ich halt auf WrestleMania 36 halt bleibe. So, wir wollen aber auch natürlich ein kleines bisschen daddeln. Ihr seht, viel ist noch nicht passiert bei mir. Freitag war jetzt, ihr wisst, freitags, ich komme da groß immer nicht zum Zocken und Donnerstag auf Arbeit dann sowieso nicht. Aber ich habe mir wenigstens vorgenommen, die WrestleMania 36-Karte zu holen. Also jetzt nicht die Eventkarte, das ist mir wirklich nicht wichtig, aber die WrestleMania 36-Karte möchte ich mir auf jeden Fall holen. Ja, Leute, da habt ihr mal kurz so den Rückblick, was ist so die Woche passiert. Eine TBG hat man auch gehabt, das Pack werden wir dann aber gemeinsam am Montag öffnen. Mal gucken, was dort dann so Schönes für uns drinne schlummern wird. Aber wir wollen jetzt hier erstmal gucken, wie wir uns hier bei der Ring Domination so anstellen. Habe ich da Royal Rumble vorhin gesagt? Ich weiß nicht, ich komme da manchmal. Weißt du, wenn, ich rede ja immer so schnell. Das ist alles immer so schlimm. Mensch, und ich finde, fand ich jetzt hier, um ehrlich zu sein, auch gerade ganz schön schlimm, wenn ich das mal so sagen darf. Das war doch ein Royal Rumble Plus Deck gewesen. Das darf doch einfach nicht wahr, Steiner. Naja, von der falschen Seite angefangen. Ne? Man hätte rechts anfangen müssen, damit dann der John Cena-Tote vielleicht nochmal zum Zug kommt. Aber egal. Egal. Na gut, ich hab's schon wieder im Kopf gehabt. Nee, ihr Lieben. Das jetzt erstmal zu Supercard die Woche. Gut, können wir die Grinding-Ausgabe jetzt auch abbrechen? Nein, um Gottes Willen. Ich will ja natürlich auch ein bisschen was machen, weil Rikishi zum Beispiel auch so eine Karte, die ich unbedingt haben möchte. So, und wir gehen rein. Ja, die Woche, ich muss sagen, ich bin erstmal in dem Sinne froh, dass sie vorbei ist, weil ich habe jetzt nämlich Urlaub. Ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub und das hat jetzt nichts mit, ihr wisst schon, zu tun. Das ist ja so, du darfst ja auf YouTube das böse Wort nicht mehr sagen, ne? Dieses böse Wort mit C. Das darfst du ja nicht mehr sagen, weil ansonsten wird dein Video entmonetarisiert und bla bla bla. Okay, ich sage mal, kann man sich eh klemmen und so wegen Einnahmen und so. Aber man muss ja nichts provozieren und deshalb, ja, was macht man da jetzt? Weil es wird ja definitiv ein kleines bisschen vielleicht... Trotzdem ein bisschen Thema. Wie war das bei den Rocket Beans? Genau, der Simon, der hat das eigentlich ziemlich cool gemacht. Der hat dann einfach gesagt, das böse Wort mit C, was nicht genannt werden darf, wir nennen es ab jetzt einfach Voldemort. Fand ich ziemlich cool. Deshalb nennen wir es jetzt auch einfach Voldemort-Krise. So müssen wir es zumindest hier auf YouTube machen. So blöd, wie es ist irgendwie. Kotzt mich selber ein bisschen an. Ja. Also wie gesagt, der Urlaub hat jetzt nichts hier mit Voldemort zu tun, sondern ganz einfach... Weil ich der eh beantragt war und ich hatte dieses Jahr auch noch keinen Winterurlaub. Also dieses Jahr noch gar keinen Urlaub gehabt. Ne? Also, und da habe ich mir dann so gesagt, ach komm, das ziehst du jetzt mal durch. Und ich habe euch ja gesagt gehabt, bei mir ging es ja darum, auch so um Ostern gelegen, weil man ist halt ein Nerd und man hat echt Probleme, muss man sagen. Weil ja nämlich Resident Evil 3 halt rauskommt in dieser Zeit und Final Fantasy 7, das Remake. Beides Titel, auf die ich mich ungemein freue. Und ich ja, hatte eh Urlaub und habe mir gesagt, komm, dann nutze deinen Urlaub dazu. Und ja, jetzt ist aber so ein kleines bisschen, was heißt das Problem? Eigentlich ist es kein Problem. Ich habe ja, dadurch, dass ja die ganzen Geschäfte zu sind, Mediamarkt und was weiß ich nicht alles und so, und da habe ich dann nämlich noch mir Resident Evil 3 vorbestellt gehabt. Das ist auch schon eine ganze Ecke her, das müsste irgendwann im Februar gewesen sein. Und ja, Stand jetzt, also gestern war ja Freitag gewesen, da hätte es eigentlich, ist es ja rausgekommen, der Release war gewesen, aber ich habe es halt leider noch nicht da. Was mich ein kleines bisschen ärgert, weil ich nämlich ziemlich heiß auf dieses Spiel bin und natürlich auch ordentlich vorproduzieren möchte, was das, hier geht's aber ab, was das versprochene Let's Play angeht, ne? Also Resident Evil 3, das bleibt doch dabei, wird es hier als Let's Play auf dem Kanal geben.
und wollte dahingehend natürlich ordentlich vorproduzieren. Konnte ich jetzt nicht machen, dadurch, dass das Spiel nicht da ist. Laut Amazon soll es am Dienstag bei mir erscheinen. Vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich habe ja frei. Man muss halt nur gucken, weil halt vormittags, also was heißt vormittags, bis Nachmittag, wird mein Zimmer hier halt von meiner Frau genutzt. Wir hatten das Thema schon gehabt, hier wegen Homeoffice und so weiter. Wird dann halt für mich danach dann die Möglichkeit sein, dann aufzunehmen. Ich muss halt einfach sehen, wie ich es packe, aber ich freue mich auf jeden Fall mega auf das Spiel, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist so dieses, wie es man manchmal hatte, wenn man so ein bisschen jünger war und dann waren dann irgendwelche Spielreleases und man war dann richtig aufgeregt gewesen, ne? Und wollte endlich das Spiel spielen und Und ich habe mich aber trotzdem überhaupt nicht spoilern lassen. Ich habe mit Absicht die Demo nicht gespielt. Ich habe mir keine Let's Plays angeguckt, die ja jetzt schon anfangen auf manchen Kanälen. Ich habe mir keine Screenshots weiter großartig angeguckt. Ich freue mich einfach nur drauf und will das dann komplett auf mich einwirken lassen, wenn es dann da ist nächste Woche. Und wir das dann gemeinsam halt im Let's Play so ein bisschen spielen werden. Freue ich mich sehr drauf. Und weil ich halt meinte, das ist eigentlich jetzt gar nicht so schlimm, weil ich ganz ehrlich bin, mich zurzeit ein anderes Spiel vollkommen bei den Eiern hat. Muss ich ganz einfach sagen, ich habe gestern Abend wirklich dann Zeit gehabt und habe mir dann eigentlich so gedacht, okay, zockst du Supercar zum Beispiel oder so, aber habe dann doch meine Playstation angemacht und ich zeige euch mal den Schuldigen und es ging hier weiter in Nioh 2. Ich habe Nioh 2, wie gesagt, weitergespielt und habe wirklich mir eigentlich nur gesagt, ich habe mich hingesetzt und meinte so, na komm, die eine Mission, die willst du machen. So, die habe ich gepackt, habe da wieder neue Waffen gekriegt, neuen Loot und was weiß ich nicht alles und habe mir da so gesagt, komm, guckst du mal in die nächste rein, guckst du mal in die nächste rein. Stand war dann gewesen, dass ich dann so gute 5-6 Stunden Nioh 2 gespielt habe gestern Abend. Einfach irre. Und ich sag's ganz ehrlich, ne, das soll keine Entschuldigung sein, dass aufgrund dessen der Stand bei Supercard bei mir so ist, wie er ist. Ich bin eh immer einer, der sagt, spielt das, was euch Spaß macht. Und mir hat gestern Abend nun mal Nioh 2 mehr Spaß gemacht als Supercard. Das ist nun mal ganz einfach so. Und freue mich jetzt aber, versteht das nicht falsch, ne? Jetzt hier Grinding Supercard, total geil. Ich will ja Rikishi haben. Die WrestleMania 36 Karte sowieso, weil die hilft mir nun mal ungemein. Und trotzdem, Nioh 2. Und das Spiel ist einfach geil. Also ich habe gestern, das eigentlich ist es ein bisschen untypisch, ich habe nämlich gestern dann schon nebenbei, weil ich bei Nioh ein bisschen gegrindet habe, mir den Laberalarm von Mirko mit angeguckt. Der hat nämlich auch angesprochen gehabt, Mensch, der Christian, der guckt ja eigentlich mit seiner Frau oder hört mein Laberalarm-Video, also ist immer so sein Monatsrückblick, eigentlich immer, wenn wir sauber machen zum Samstag Nachmittag dann. Und ich konnte nicht warten und habe den dann jetzt schon gehört, gestern Abend. Und fand ich ganz cool, weil er hat auch nämlich ein bisschen über Nioh 2 geredet und halt darüber, wie sehr man überschüttet wird, überworfen wird mit Items, mit irgendwelchen Sachen, Fusionskerne, Seelenkerne einstimmen, Ruherituale, Schmiede, Materialien, Amrita, Yokai und was weiß ich nicht alles. So viel, du wirst wirklich, und das muss man ganz einfach sagen, in Nioh 2 sowas von erschlagen. Ne? Da rettet es mir wahrscheinlich ein kleines bisschen den Arsch, dass ich Nioh 1 ein kleines bisschen auch gespielt hatte. Nicht weit, ich glaube, ich habe Nioh 1, ich sag mal, so gute 10, 15 Stunden damals gespielt gehabt. Oder, es war länger. Es war doch schon ein bisschen länger. Hab da schon einige Zeit mit verbracht. Auf jeden Fall, Nioh 2 habe ich jetzt auch schon mehr Zeit reingebuttert. Und deshalb, bei Items wusste man bei vielen schon, okay, aus den Vorgängern. Gut, das hier mit diesen Seelenkernen und die ganze Nummer, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen neu. Musste ich mich auch erstmal wieder ein bisschen einlesen. Und genau das ist es halt in dem Spiel. Du musst dich einlesen, du musst dich mit den Sachen befassen. Und das Geile ist, und irgendwann nach etlichen Stunden des Spielens, wo ich hier jetzt so ungefähr bin, kannst du mit dem Schissel irgendwann echt was anfangen. Du weißt, was halt wegen der Reinheit Waffen, wegen Verderbniswaffen und den ganzen Schissel und so, wie du irgendwann deine Stats verteilst, dass das für die Waffen passt und was weiß ich nicht alles. Du kommst irgendwann rein. Du verstehst dann so ein bisschen so diese ganzen Sachen, okay? Und ab da macht das Spiel so richtig, richtig Laune. Und bei dem Punkt bin ich gerade. Ich bin jetzt für diejenigen, die Nioh 2 spielen, ich bin jetzt bei der, also wenn du auf dieser Weltkarte bist, im zweiten Abschnitt, hab dort jetzt schon ganz paar Nebenmissionen gemacht und da ist jetzt, glaube ich, die zweite oder dritte Hauptmission, bei der ich jetzt bin. Also ich habe gestern Abend wirklich, boah, ordentlich gespielt. Und ich sag's ganz ehrlich,
Ich kann es kaum erwarten, heute weiterzuspielen. Also, und deshalb finde ich es jetzt für mich persönlich gerade nicht so schlimm, dass jetzt Resident Evil 3 für mich noch nicht da ist, weil ich definitiv in Nioh 2 noch ein bisschen Zeit reinbuttern möchte. Ob ich es durchspielen werde, Leute, das werde ich sehen. Das muss man dann natürlich immer mal so sehen, wie man Zeit hat und so. Obwohl jetzt ist Urlaub, aber wie gesagt, Resident Evil 3 und Final Fantasy 7 sind in der Pipeline. Da muss, also das ist ja so, da schlägt mein Gamer-Herz ganz einfach sowas von hoch, wenn ich daran denke. Und da freue ich mich ganz einfach mega drauf. Aber trotzdem, Nioh 2, irre, irre. Also, es ist so ein geiles Spiel und wir haben jetzt, das Faszinierende ist, wir wollen jetzt in der Zeit, wo ich Urlaub habe, auch endlich mal unseren Drei-Nasen-Rückblick aufnehmen. Für das Jahr 2019, weil wir das ja immer noch nicht geschafft haben von der Zeit her und so weiter. Und es soll ja jetzt mal endlich soweit sein. Und da redet man natürlich auch über unsere Spiele-Highlights des Jahres 2019 dann natürlich. Und ja, und du sitzt dann natürlich schon da und denkst, also wo ich jetzt in Nioh immer so gespielt habe. Halb er sagt, das wird definitiv, wenn dann mal so ein Rückblick kommt für das Jahr 2020, meine Lieblingsgames des Jahres 2020, bin ich mir ziemlich sicher, dass Nioh 2 da irgendwie mit dabei sein wird. Man muss abwarten, dieses Jahr stehen ja auch noch die Releases der neuen Konsolen mit an, ne? Die PlayStation 5 und die Xbox Series X, die stehen ja auch noch auf dem Programm dieses Jahr. Denke ich mal, wird dann wieder Oktober, November soweit sein, bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, dann muss man natürlich gucken, was dort dann so für Spiele noch dabei sind, ne? Aber Nioh 2 für mich bis jetzt ein ziemlich heißer Kandidat für mich Topspiel 2020. Weil es halt Bock macht. Weil es halt Bock macht. Nur du musst dich halt reinfuchsen wie die Sau. So, was ist denn das hier eigentlich für ein Scheiß jetzt hier? Ja, ansonsten. Supercard die Woche, wie gesagt, trotzdem wilder Mittwoch und so. Wir haben ja diese neuen NWO-Fusionen. Ich habe jetzt gerade die zweite laufen, wo ich halt versuche, mir Scott Hall zu angeln. Bei der ersten kam nur Pisse raus. Mal sehen, wie es jetzt bei der zweiten ist. Habe halt King of the Ring immer so ein kleines bisschen nebenbei gemacht, halt auch um Karten ein bisschen mit zu Play-Level, nenne ich es jetzt mal. Und ja, das lief eigentlich wirklich alles dann ganz gut. Und Supercard war halt immer irgendwie so nebenbei die Woche. Das ist echt, wenn ich mal überlege, das ist ein Royal Rumble-Gegner, gegen den ich hier antrete. Und ich habe hier wirklich, ich sehe hier keine Schnitte gerade, ne? Das ist doch zum Kotzen, ne? Ich muss das ja jetzt hier einfach mal probieren gegen Randy. Charisma bitte. Tempo ist jetzt nicht so cool. Ich habe eigentlich immer keinen Bock, Kämpfe abzubrechen in so einem Video. Ey, hast du einen vom Deck her, der drei, vier Stufen schlechter ist, sage ich jetzt mal. Und dann verlierst du den Kampf. Das ist einfach irre. Nee. Und ja, dann natürlich die Woche Champions war dann auch für mich immer noch gewesen. Gestern habe ich es dann endlich mal hingekriegt, meinen Backlog aufzunehmen, jetzt für Gameplay-Videos zu bestimmten Superstars. Das habe ich dann gestern auch noch schnell gemacht. Damit ich da ganz, also damit die Schuldigkeit einfach getan ist. So muss man es wirklich ausdrücken an der Stelle. Und ja, morgen übrigens, für diejenigen, die es interessiert, morgen Stream WWE Champion Showdown steht auf dem Programm. Also hoffe ich zumindest, weil ich habe jetzt irgendwie nichts mehr gelesen, außer nur in diesem Kalender bei Champions, dass halt Showdown ansteht. Aber ich habe halt jetzt so nichts mehr gelesen, ne? Aber ich denke schon mal, dass das stattfinden wird. Und ja, wie gesagt, Champion Showdown dann. Das will ich machen. Da habe ich Bock drauf. So, gehen wir mal hier. Ja, so eine Karte hätten wir jetzt gerade gebraucht, ne? Aber komm halt nicht. Ja. Ja, und ansonsten, die Woche war halt bei mir noch so gespickt, natürlich von Arbeit und so. Für mich ist es ja ganz normal weitergegangen. Wie gesagt, jetzt endlich Urlaub. Und, ey, da noch ein anderes Ding, da muss ich auch mal mit euch drüber reden, ne? Ihr wisst ja, wir haben ja zurzeit hier die Voldemort-Krise. Und ich bin ja in Sachsen. Also ich wohne in Sachsen und dort sind ja, manche Regeln noch ein kleines bisschen schärfer wegen dieser Ausgangssperre und was weiß denn ich nicht alles, ne? Also Ausgangssperre darfst du ja nicht sagen, aber ihr wisst schon, ne? Wegen hier Kontaktverbot und so. Und das Krasse ist, ich habe ja wenigstens noch den Luxus, also ich wohne in der Stadt, habe aber wenigstens, so blöd wie es klingt, einen Balkon. Ich habe wenigstens einen Balkon, dass man da wirklich mal gemütlich sich so an die frische Luft setzen kann. Jetzt auch so, wenn das Wetter halt schön wird und so, da trinkst halt gerne mal ein Käffchen da draußen, rochst mal in Ruhe eine. Und Leute, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, und jetzt
Folgende Situation, das wurde letztes Jahr schon angekündigt, dass bei uns in diesem Block, in diesem Haus, wo ich wohne, Block klingt so blöd, weil es ist, wenn man es dann so sieht, wirklich ein schöner Block dann, wenn. Und ja, und wo ich hier wohne, haben sie halt gesagt, alles klar, die Seite, wo die Balkone sind, also quasi auf der Rückseite des Gebäudes, soll halt neu gestrichen werden. Im Zuge hier von Restaurierungsarbeiten und was weiß denn ich nicht. Also das haben sie letztes Jahr schon angekündigt gehabt, weil letztes Jahr haben sie nämlich die Vorderseite gemacht. Vollkommen cool, sagt man sich, alles gut. Jetzt kam ja dann nun mal einfach Voldemort, ne? Und man hat sich schon so gedacht, naja, die werden das doch bestimmt verschieben jetzt, ne? Und weil, wie zum Beispiel, meine Frau hat Homeoffice und wenn die dann hier tagsüber das mache und darfst ja dann deinen Balkon nicht mehr betreten. Ich habe ja auf dem Balkon auch hier für meine Katzen hier so Kratzbäume, natürlich dann meine schönen Balkonmöbel da drauf. Dann habe ich ja den Balkon komplett ausgekleidet hier mit Katzennetz, damit die Katzen da halt raus können. Dann hier so schön Schilf drum gemacht, damit das halt so eine kleine Wohlfühloase ist. Und jetzt ist halt das Ding, das muss halt komplett beräumt werden, weil die Ulknudeln jetzt tatsächlich malern wollen und für mich das heißt, dass mein Balkon für mehrere Wochen dann nicht begehbar sein wird und auch für meine Katzen. Für mich auf eine Art und Weise in dem Sinne blöde, weil, so blöd wie es klingt, Rocher in der Bude wird nie gerocht, man ist dann halt immer auf den Balkon gegangen, vollkommen logisch, fällt dann jetzt aus. Die Katzen, ich will gar nicht wissen, wie es denen dann gehen wird, wenn die nicht mehr raus können, die werden sich auch denken, da willst du uns verarschen. Das sind halt Wohnungskatzen, gut, die kennt's nicht anders, seit clean off, also die ist ja dann wirklich so, die kennt's halt wie gesagt nicht anders, aber der Balkon ist schon wichtig für die und die genießen das auch wie die Sau, jetzt erst recht, wenn die Sonne auch so schon ein bisschen rauskommt, sich dann einfach so in die Sonne draußen hinzulegen und was weiß ich nicht, also das fällt dann jetzt auch flach. Und ich habe mir dann wirklich so gedacht, also wie gemein das eigentlich ist, du hast dann jetzt halt hier Voldemort am Start, darfst großartig dich draußen nie rumtreiben, kannst draußen nichts machen, machst halt quasi viel Häme. Und dann halt auch in dem Anzug, wie zum Beispiel meine Frau mit Homeoffice. Und die ziehen das halt trotzdem durch, ne? Ich sehe es ja ein. Wir sind wirtschaftlich natürlich, müssen jedes Unternehmen gucken, wo sie bleiben. Und ich freue mich dann in dem Sinne für die Gerüstbaufirma hier, für den Malerbetrieb hier, dass die natürlich den Auftrag trotzdem weitermachen können und damit natürlich ihr Geld weiter verdienen können. Aber ich sag's halt auch trotz alledem, für uns die Mieter, die da jetzt hier sind, ist das dann natürlich ekelhaft. Wenn ich überlege, wir haben ja hier im Block auch ein paar Omis und Opis wohnen, ne? Die können da jetzt, die gehen ja eh großartig jetzt nicht mehr raus und so. Und die glucken dann in ihrer Bude. Und jetzt die Woche war ja übelst Krach, weil die hier das Gerüst aufgebaut haben. Zum Glück gestern nicht, wo ich meine Videos aufgenommen habe. Und das ist einfach ärgerlich, ne? Und ich hoffe wirklich, dass wenn dann ich mein Resident Evil Let's Play aufnehmen will, dass da hier ein bisschen Ruhe ist, ne? Oder weil hast halt frei, ne? Darfst groß nicht draußen rum und dann machen die hier so ein Schissel draus, ne? Ich sehe es ja wie gesagt ein, aber versteht mich auch mal ein kleines bisschen. Nervt mich. Erst recht hier, wenn Voldemort am Start ist. Da können sie doch auch einfach mal sagen, na okay, wir verzögern das was bis ich hier auf Juli, August, September oder so. Jetzt wisst ihr ja auch nicht, wenn jetzt hier noch shift, manchmal in der Nacht hast du Frost, super Idee zu malern draußen, ne? Aber Leute, das ist eine andere Geschichte. Ne, und das ärgert mich so ein kleines bisschen, ne? Nervt mich halt. Und das, meine Frau hat auch gesagt, wo die hier am Tisch gesessen hat, weil hier direkt Gerüst bei mir am Fenster ist. Und die Typen, die da hier auf dem Gerüst dann immer drauf gelangt haben, immer so in mein Zimmer reingeguckt, so, weil ich ja hier mein Regal habe mit meinem ganzen Nerd-Scheiß und so. Und natürlich, da sind die Blicke dann natürlich groß. Ach. Nervt ihn einfach, sage ich ganz ehrlich. Und da habe ich ehrlich gesagt sowas von keinen Bock drauf. Aber da müssen wir jetzt durch. Das nützt ja nun mal nichts. Ist dann für, ich sag's ganz ehrlich, für mich ist es nur ein kleines bisschen blöd. Ich weiß, jetzt kommen wieder diejenigen unter euch, die nicht rochen und so. Und die sagen, dann hör doch halt auf und so. Ist halt nicht, ich höre jetzt nicht auf zu rochen. Und man muss halt dann immer rausgehen, ne? Zum Glück wohne ich parterre. Also sprich jetzt hier im Erdgeschoss, für diejenigen, die das nicht verstehen. Und da muss ich dann halt runter vor die Tür gehen. Nützt ja nichts, ne? Kannst ja dann nichts anderes machen, ne? Aber nervt dann halt auch ein kleines bisschen. Rochst du vielleicht ein kleines bisschen weniger. Ist doch auch schön. Ist doch auch schön, ne? Ja, das steht dann halt so ein bisschen bevor dann noch so die nächsten Wochen, muss man sagen. Und wenn dann und seien wir mal ganz ehrlich, ne? Aufgrund von Voldemort, die Nerven liegen eh so ein kleines bisschen blank, ne? Also, ich hab's gemerkt, deshalb freue ich mich so, dass frei ist und so jetzt, also auf Arbeit, ne? Also, man hat jetzt nicht unbedingt weniger zu tun. Es ist zwar so ruhiger, aber du musst halt trotzdem versuchen, irgendwie deine Arbeit zu wuppen. Und
Ja, dann halt auch wegen der Einkaufssituation jetzt und Nerven liegen halt blank. Hat mir meine Frau erzählt, ne? Total krass. Bei uns, ich weiß nicht, das ist auch so ein Phänomen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben bei uns in der Stadt einen Globus. Ich bin ja auch viel schon in Deutschland und rumgekommen und unterwegs gewesen. Und ich weiß, dass viele Globus halt wirklich nur als Globus-Baumarkt kennen. Also das habe ich auch schon selber gesehen, dass dann wirklich nur ein Globus-Baumarkt dort ist. Aber halt ein Globus-Einkaufsmarkt so an sich jetzt nicht. Ne? Also, ich will es mal gleichsetzen mit Marktkauf, sage ich jetzt mal zum Beispiel, so von der Größe her. Und ich habe halt rausgekriegt, um das heiß begehrte, so blöd wie es klingt, Toilettenpapier zu bekommen, ist es halt sehr gut gewesen, bei uns halt in Globus zu fahren. Aber jetzt nicht am Wochenende oder zum Wochenende hin, sondern halt unter der Woche. Am besten, so, jetzt habe ich keinen Verdoppler, ist egal, am besten immer so dienstags. Dienstag, Montag oder Dienstag habe ich mitgekriegt, war immer am besten und da habe immer was gekriegt jetzt. Alles gut. Nur Küchenrolle haben wir zurzeit ein Riesenproblem. Also wirklich keine Küchenrolle. Und wir sind ja so, ich sag mal, Tierbesitzer unter euch werden das verstehen, du brauchst ganz einfach Küchenrolle. Weil, wenn dann eine Katze mal dorthin kotzt oder irgendwie was oder mal was umschüttet und sowas, das passiert ja schnell, willst du nicht mal mit dem Lappen durch die Kante rennen, nimmst du halt immer Küchenrolle. Und das ist halt wirklich blöd, dann so als Tierbesitzer, die brauchen dann halt doch schon immer mal wieder Küchenrolle. Oder Hundebesitzer unter euch, kann ich mir ungut vorstellen, wo die Hunde vielleicht noch nicht so unbedingt stubenrein sind, ne? Und dann vielleicht nochmal hier hin machen, bist du dort, bist du dort, bist du dort. Musst ja auch mal, rennst ja auch immer mit der Küchenrolle hinterher, ne? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Deshalb, das ist wirklich so ein kleines bisschen Problem, dass wir keine Küchenrolle haben. Und auf jeden Fall, wir haben dann nämlich jetzt so auch gesagt gehabt, wenn wir einkaufen gehen, wir gehen nämlich immer noch eben mal die Woche einkaufen, das haben wir auch so beibehalten, weil wir ansonsten so eigentlich alles kriegen, bis jetzt halt auf Scheißhauspapier und Küchenrolle, Scheißhauspapier fahre ich dann halt unter der Woche immer mal, was eigentlich scheiße ist, ne, weil das ist so die Verwirrung, die für mich da ist, ne, und da spreche ich auch offen aus, ich bin ja hier auch Abonnent vom Gute-Laune-Typen, vom Tim, und der ist ja bekennender Lidl-Fan Leiter. Und ich finde es dann wirklich faszinierend. Der regt sich ja, und ich kann das so verstehen, der regt sich ja zurzeit übelst oft, wie sich die Leute so im Einzelhandel verhalten, also die Kunden, sage ich jetzt mal, und regt sich dann auch darüber auf, dass Leute öfters die Woche einkaufen gehen, weil dass sie mal ihre Einkäufe besser planen sollen und was weiß denn ich nicht alles, damit sie halt nur eh mal die Woche gehen und damit das Ansteckungsrisiko minimieren und so weiter und so fort. Sehe ich ein. Akzeptiere ich. Das ist nämlich auch der Grund, warum wir sagen, wir gehen trotzdem nur eben mal in die Woche einkaufen, damit man, ja, man tut es halt auf ein Minimum beschränken, was du halt wirklich dann draußen rumrennst. Jetzt ist aber das Ding, jetzt kriege ich ja meinen Schüssel nun mal nicht. Also gehe ich nun mal den Dienstag nochmal. Und wenn ich dort das nie kriege, weil ich brauche es nun mal, gehe ich den Mittwoch nochmal. Und wenn ich es dort nicht kriege, muss ich halt den Freitag nochmal, weil ich es halt brauche. Und deshalb kann man doch nicht dann ihn an Pranger stellen und sagen, hier, tu doch mal deine Einkäufe so machen, dass du eben mal die Woche gehst, tu mal deine Einkäufe planen. Was ich mache, ich gehe seit eh und je bloß eben mal die Woche einkaufen, weil ich da halt alles kriege und also weil gekriegt habe. Und dann darfst du dir jetzt von irgendwelchen, warum klicke ich hier hin? Und dann darf man sich dann jetzt von Leuten anhören, dass das ein scheiß Verhalten ist. Aber ich sag mir dann halt wirklich, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Der hat sich aufgeregt in seinem Video dort. Das darf er auch. Der ist damit jeden Tag konfrontiert und sowas. Ich sehe das ein mit dir, dass die Leute sich aufregen, hier keinen Einkaufswagen mit reinnehmen, wegen Abstand halten und was weiß ich nicht alles. Mensch, sehe ich ein. Und was, dass sie dann runtergemacht werden, manchmal blöde Kommentare von Kunden kriegen oder dass er halt Leuten Klopapier aus der Hand nehmen musste, weil wieder einer drei Packungen oder so nehmen wollte. Alles gut. Alles gut, ich sehe das ein. Aber man darf doch auch dort wieder nicht alle über den Kamm scheren, so wie er es halt an manchen Stellen macht. Nicht immer, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber an manchen Stellen, dass man es besser plant und so weiter und so fort. Und ich sage dazu einfach nur, aber was soll ich machen, wenn ich mein Zeug den Tag, wo ich einkaufen gehe, nicht kriege? Dann muss ich natürlich einen anderen Tag nochmal gehen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Deshalb, genauso wie er scheiße dasteht als Filialleiter oder als Mitarbeiter jetzt in der Lidl-Filiale, steht auch ein Kunde scheiße da, der halt einkaufen geht, der gerne einfach alles kriegen würde. Und ich hätte okay ein Problem damit, wenn gesagt wird, hier gut, alles klar, du darfst halt bloß ein Paket und so weiter mitnehmen, was wir sowieso gemacht haben. Auch jetzt, wenn wir bei uns im Rewe einkaufen gehen oder so weiter und da steht O dran, hier Milch darfst du bloß zweimal mitnehmen, dann muss ich mit meiner Frau halt die Woche mit zwei Pakete Milch hinkommen. Das kriegen wir schon hin. Also da sind wir wirklich die Letzten, die dann dort irgendwie dann noch so hamstern. Das machen wir sowieso nicht.
Nur blöderweise, wenn ich halt einkaufen gehe, was ja eh mal die Woche ist, habe ich ja jetzt schon oft genug gesagt, ich glaube gar nicht, wie ich halt blöde angeguckt werde. Weil mein Einkaufswagen, wenn ich für eine Woche einkaufen gehe, ihr Lieben, sieht aus wie ein Hamster-Einkauf. Weil durch meinen scheiß Sport, ich sag's ganz ehrlich, ich habe Ernährung übelst umgestellt und so weiter und sehr eiweißhaltig und so weiter. Und im Prinzip ernähre ich mich, man kann es jetzt mal grob zusammenfassen, ich ernähre mich unter der Woche von Reis, von Hühnchen, von Quark und von Tiefkühlgemüse. Die vier Bestandteile, das ist so das, wovon ich mich ernähre. Sprich, ich gehe einkaufen und ich hole abgepacktes Fleisch, Hühnchen. Ich weiß, jetzt können mir wieder die Leute kommen, oh, das ist doch Kacke und sowas. Denk mal an Massentierhaltung, ist richtig, aber ich kann es mir nicht leisten, mein Fleischer frisches zu holen, vor allem in dieser Menge. Kann ich mir nicht leisten. Deshalb hole ich mir das dann dort in der Theke und ich hole mir dann halt, ne, Montag bis Freitag, das sind 5 Pakete. Hole ich mir 5 Pakete Hühnchenfleisch und dann Montag bis Freitag hole ich mir 5 Becher Quark und dann hole ich mir was bis ich nur so, wenn es die 500 Gramm Packung Reis sind, hole ich mir dann halt für die Woche auch so 2 Stück, manchmal 3, je nachdem, wie das noch reicht. Sieht für ihn Fremden, wenn er bei mir einen Einkaufswagen guckt, aus wie so ein Hamsterkauf. Und Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, was du da manchmal für Blicke kriegst. Und du denkst, und ich warte eigentlich drauf, dass mich da mal einer anquatscht und dann wirklich sagt, hier, was bist du für ein Sozialschmarotzer? Oder was bist denn ich, dass mich da irgendeiner blöde anmacht? Und ich dem dann, dann nehme ich mir auch die Zeit. Oder erkläre ich dem sehr gerne, dass mein Einkauf jede Woche so aussieht. Weil wenn du bloß einmal die Woche gehst und für alle Tage, und das Thema hat man nämlich auch mal so auf Arbeit gehabt, das Ding ist, ihr müsst euch ja so vorstellen, warum sieht zum Beispiel bei mir so ein Einkauf so groß aus, weil man muss ja so sehen, ich kaufe mir, wenn ich auf Arbeit bin, nichts zu essen. Ich nehme ja alles immer von zu Hause mit, also ich bereite ja mein Essen immer vor, das Mittagessen und so weiter für den Tag auf Arbeit bereite ich mir vor, immer so 1-2 Tage vorher zu Hause und deshalb geht dann natürlich nun mal was weg, ne? Und halt, wenn man dann jetzt so übelst so hier wegen Quark und Hütchen und Reis und so seine Ernährung darauf halt fokussiert und so weiter, dann ist das natürlich auch mal eine ordentliche Menge, die du dort immer kaufst, ne? Und ich denk mal, da denken sich manche dann auch, wenn die bei mir in Einkaufswagen gucken, Alter, was ist das für ein Typ? Ne? Aber ich stehe da drüber, ich sag mir, solange der Scheiß noch da ist, nehme ich das mit und tu meinen Film hier ganz normal weiterschieben. Was soll ich machen? Ja, und auf jeden Fall hatte sich der Tim, also der gute Laune-Typ, da übelst aufgeregt und so und ein bisschen zu doll in meinen Ohren manchmal, also oder für meine Ohren, hat er dann ohne Bild gehabt an der Stelle in dem Video. Diejenigen unter euch, die den kennen, haben das, denke ich mal, auch gesehen. Fand ich ein bisschen daneben an manchen Stellen, muss ich sagen. Und, jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Ach so, damit lehne ich mich aus dem Fenster, obwohl ich das ein bisschen auch so sehe, jetzt hier wegen Voldemort und sowas, ne, ich hab's ja selber mitgekriegt, jetzt, wenn du so zur arbeitenden Bevölkerung im Moment noch gehörst, und deshalb, ich will jetzt überhaupt nicht die negativ ansprechen, die gerade nicht arbeiten können, weil es ist nun mal die Situation, wie sie ist, und wenn du arbeiten gehst und du gehst dann halt abends um 4, 5, 6 einkaufen, dann kriegst du halt nichts mehr weiter. Ganz klare Nummer. Und das ist halt wirklich Kacke. Und da sind ja dann auch so eine Dinger rumgegangen. Ja, ihr klatscht und applaudiert für Ärzte und was weiß ich nicht alles. Aber die kriegen halt auch keine Küchenrolle auf gut Deutsch. Können die nicht einkaufen und so. Ja. Das ist halt wirklich das Krasse, ne? Und ich krieg das ja auch mit. Aber wisst ihr, was ich halt auch ein bisschen krass finde? Lehne ich mich damit aus dem Fenster jetzt. Also nimmt das nie falsch auf und so. Ich bin wirklich den Leuten dankbar, Ärzten, Pflegern, was weiß ich nicht alles, die in Lebensmittelgeschäften arbeiten und so weiter und so, die werden ja als Helden gefeiert zurzeit, in vielen Punkten auch zu Recht, aber ich sag mir dann auch, aber vergesst bitte auch mal die ganzen anderen Leute nicht, zum Beispiel im Handwerk, die ganz normal weiterarbeiten, die Taxifahrer, eventuell Busfahrer, die hier Krankentransporte machen und so private Leute, die halt die alten Leutchen hier umherkutschieren oder die, ja, halt so Leute, so Jobs, die gerade gar nicht irgendwie so auch so als gegeben hingenommen werden und das sind für mich ehrlich gesagt, sind das
bin ich ganz ehrlich, auch alles Helden und man sollte für alle klatschen. Die trotz alledem sagen, die vielleicht irgendwelche Ängste haben, die sagen, oh Gott, ach du Scheiße, wie soll's weitergehen? Viele gehen arbeiten und wissen im Prinzip nicht, was morgen ist. Die wissen nicht, oh Gott, ist mein Job morgen noch da? Kann mein Chef noch alle seine Auslagen decken? Ist er noch liquide genug? Und kann auf gut Deutsch noch alles bezahlen? Und ist dann nächsten Monat mein Job noch da? Die Leute gehen trotzdem weiter arbeiten und so weiter. Und für die klatscht aber keiner. Und das finde ich kacke, dass Leute wirklich trotzdem ihr Ding weiter durchziehen und ihre Ängste in den Hintergrund stellen und trotzdem sagen, okay, ich gehe dann halt nicht zu meinen Eltern, ich gehe nicht zu Oma und Opa und die das trotzdem alles so durchziehen. Und deshalb finde ich, man sollte für diese Leute auch applaudieren. Klar, danke Pflegedienst, klar, danke Leute im Einzelhandel und so, danke. Dass ihr eure Arbeit macht. Also so blöd, wie es jetzt klingt. Die anderen machen es doch hoch. Aber die geraten dann irgendwie nach hinten und so. Und das finde ich ehrlich gesagt so ein kleines bisschen gemeine, weil die machen auch ihren Scheiß weiter. Also das finde ich dann so ein bisschen blöde. Also ich weiß, das wird spätestens an der Stelle wird es viele Daumen nach unten geben, die das dann halt wirklich nicht so sehen. Aber das ist halt wirklich einfach meine Meinung, weil ich sehe es halt gerade beim Handwerk und so. Wenn die Leute die Großbaustellen, das läuft alles weiter. Und lasst euch mal eins gesagt sein, du kannst auf einer Großbaustelle, wenn dann immer so diese Kommentare kommen, ja, Hygienevorschriften müssen eingehalten werden und bla 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 und was weiß ich nicht alles. Denkt ihr, die Leute kriegen das hin, wenn die gegenseitig ihre Zollstöcke halten oder was weiß ich, irgendwelche Bretter durch die Kante tragen und der eine schraubt, der eine hält, dass die 2 Meter Abstand halten können? Kannst du vergessen. Oder Hygienevorschriften dort einhalten. Denkt ihr, auf einer Großbaustelle hängt überall ein Desinfektionsspender rum? Kannst du vergessen. Weißt du, und dann, das sieht dann halt immer wieder keiner und die Jungs machen trotzdem ihr Ding weiter. Und dann, wenn du dann einer bist, wo dann, was weiß ich, auch dann die Monteure dann auf dich zukommen und so und sagen, naja, wie soll denn das jetzt weitergehen und hä, wir wissen ja nicht, was nächste Woche ist und so. Ja, du musst dann tröstende Worte finden und die müssen trotzdem ihr Ding dort weiter durchziehen. Damit halt ganz einfach wenigstens in dem Punkt die Wirtschaft weiterläuft. Für die Jungs musst du auch mal klatschen. Sag ich, das ist wirklich meine Meinung, weil die tun auch allen Ängsten und Sorgen übers Morgen zum Trotz, machen die ihr Ding weiter. Und deshalb tue ich, was ich vorhin erzählt habe, hier wegen den Malern hier draußen, klar, rege ich mich darüber auf, hast hier Urlaub und hast hier den Krach dann da draußen und so. Okay, Malern macht jetzt nicht so einen Krach, aber die Gerüstbauer machen eher mehr Krach. Aber trotz alledem muss ich eigentlich nur hinstellen und sagen, musste klatschen für die. Die ziehen es trotzdem weiter durch. Umzugsfirmen, will ich auch mal ansprechen, hat man nämlich jetzt auch auf Arbeit dort gehabt, war auch eine Umzugsfirma, die da halt was erledigen musste und so und die sind trotzdem arbeiten gekommen und wenn die nun mal einen Schrank oder einen Kühlschrank tragen, der was weiß ich bloß 90 breit ist und das Ding wiegt hier seine 3 Tonnen, ein bisschen übertrieben jetzt mit Absicht Leute, dann haben die auch keinen Mindestabstand, es funktioniert halt nun mal nicht überall. Und für die Jungs muss man auch mal klatschen. Weil die machen nämlich ganz normal weiter. Naja, Leute, ich weiß, das ist so ein heißes Eisen. Und das ist so das Ding, die Nerven liegen da halt so ein kleines bisschen blank. Letzte Woche war ich ja wirklich da so positiv eingestimmt. Ich bin's immer noch. Ich mache wenigstens eins jetzt. Ich tue wirklich nicht mehr Nachrichten so groß verfolgen. Und wenn irgendwie was kommt, wenn, was weiß ich, hier so eine Pressekonferenz von der Bundeskanzlerin kommt und sowas, gucke ich mir an. Und also wenn sie dann mal wieder im Büro ist. Und gucke ich mir an, offizielle Infos und so weiter und so fort. Und jetzt müssen wir erstmal warten, bis was alles nach Ostern passiert. Und ich denke mal, und ich hoffe, dass das passiert. Man geht ja davon aus, dass Voldemort für uns in Deutschland, dass der vielleicht, ja, das Voldemort sagt man ja so, dass das dann so im Sommer, ne, dass das dann so August, September dann vielleicht erledigt ist und so weiter. Und dann hoffe ich, dass dann so diese Solidarität auch über Grenzen hinaus dann wieder funktioniert. Weil wenn man wirklich überlegt, was da Indien jetzt vielleicht zum Beispiel bevorsteht, was Afrika bevorsteht, das würde ja im riesigen Massensterben enden. Ne? Oder selbst Amerika. Da muss man ganz einfach, wir sind eine Welt, da muss man sich dann auch mal ein bisschen unterstützen. Und ich hoffe, dass das dann auch wirklich so kommt. Der Mirko in seinem Laberalarm gestern, ich fand das total klasse. Und hätte ich ihm Beifall gegeben für die Aussage, die er getroffen hat, weil die nämlich vollkommen zutreffend war. Er hat dann halt wirklich gesagt,
er hofft, dass das so diese, die, dass Voldemort jetzt so als Reset gesehen wird, ne? So als Fingerschnipp, so dass Mutter Erde zu uns sagt, überlegt mal, was ihr die ganze Zeit gemacht habt. Und jetzt dann halt wirklich mal so als, jetzt werdet ihr eingesperrt und denkt mal über eure Fehler nach. So ungefähr hat er sich da so ein bisschen ausgedrückt gehabt. Und ich fand das total klasse. Ich habe ja leider nur die Befürchtung und ich gehe eigentlich felsenfest davon aus, dass es danach bestimmt wieder ganz normal weitergehen wird. Aber ich hoffe wirklich, dass die Solidarität unter den Nationen und wenigstens innerhalb der EU zum Beispiel dann so hingehend ist, dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Ist bestes Beispiel, wie jetzt hier bei mir in Sachsen sind ja zum Beispiel auch Voldemort-Patienten aus Italien aufgenommen worden, die dann halt hier behandelt wurden, damit sie halt unsere Ärzte auch so ein bisschen vorbereiten können auf die Behandlung solcher Patienten. Und ich glaube gar nicht, was du halt so mitkriegst. Ne? Facebook halte ich mich ja sowas von fern zurzeit. Aber bei Dota habe ich dann irgendwie mal so einen Beitrag gelesen gehabt, wie die Leute sich dann aufgeregt haben. Und ich habe mir so gedacht, boah, das ist eigentlich genau das schlimme Denken. Ne? So dieses hier, jeder denkt an sich, jeder denkt an seine Nation in dem Sinne. Aber am Ende sitzen wir alle im selben Boot. Und das ist dann halt wirklich krass, ne? Deshalb soll man denen doch helfen und es geht doch darum, dass unsere Ärzte lernen davon, wie sie dann damit umzugehen haben und so weiter und so fort. Und das, was du da liest, hier so rechten Publizisten-Scheiß, ey, boah, ekelhaft. Puh, drauf gespuckt, muss man ganz einfach so sagen. So. Mensch, da habe ich doch schon wieder mehr über Voldemort geredet, wie ich eigentlich machen wollte. Und das alles nur, weil ich in Garage gekommen bin, wo ich erzählt habe, hier von den Gerüstbauern und von den Malern, von meiner Balkonfront hier. Merkt ihr das? So steigerst du dich rein. Und jetzt stell dir mal vor, du sitzt hier in der Kneipe am Stammtisch und hast dazu auch noch 3-4 Bier intus. Da geht's richtig los. Da geht's richtig los. Wahnsinn. Wahnsinn. Da rennst du ja am Ende auch so weg wie der hier. Super. Nee, Leute, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Ich muss mich halt bei meinem Grinding-Video auch mal so ein kleines bisschen auskotzen, ne? Und es ist halt auch wirklich so, der auch hier, weil Mirko dann auch gestern in seinem Laberalarm so gesagt hat, er weiß halt nicht, ob er es wirklich ansprechen soll, das Voldemort-Thema. Und ich verstehe das, ich verstehe das. Ich habe es mitgekriegt, die letzte Grinding-Ausgabe, die ich aufgenommen habe, wo ich da halt wirklich mal so komplett positiv war, weil ich das gegenwärtig zu diesem Augenblick halt auch einfach war. Und das ist übelst gut angekommen bei euch. Ich sehe das ja, ich bin ja nicht blöd, ne, was Aufrufe, Daumen und so weiter angeht und so weiter. Das ist verdammt gut angekommen bei euch, weil natürlich, und das verstehe ich, in diesen Zeiten willst du natürlich Ablenkung. Und jetzt guckst du natürlich deinen Lieblings-YouTuber und es geht auch wieder nur um eins, nämlich um Voldemort. Das ist vollkommen schlimm. Und ja, verständlich. Verständlich, deshalb seht's mir bitte nach, dass das dann heute auch wieder so Thema geworden ist. Tut mir leid, aber wir haben ja vorher auch ein kleines bisschen darüber geschnackt, was für tolle Games noch so bereitstehen. Und wie viel Spaß ich mit Nioh 2 hab. Ach, ist das nicht ein schönes Spiel? Es ist so ein schönes Spiel. Was ist denn das jetzt hier eigentlich für eine Kacke? Ich hoffe mal nicht, dass der angegriffen wird. Aber, der Kevin schafft das doch. Der Kevin schafft das doch. Außer Tempo. Kraft? Naja. Da ist das doch nochmal gut gegangen. Herrlich. Ja, deshalb, also seht das jetzt wirklich nicht, dass ich negativ irgendwie in die Zukunft blicke. Das ist so auch hier mit diesem hier Einzelhandel und was da war. Ist halt meine Meinung. Wollte ich halt auch mal so ein kleines bisschen kundtun. Tut mir leid. Wollte ich einfach mal so ein bisschen mit euch drüber reden. Ne? Ihr habt ja bestimmt auch eure Meinung. Und tut euch keinen Zwang an, da gerne in den Kommentaren da jetzt so ruhig was reinzuschreiben. Aber bitte, seid sachlich. Aber ich bin mir zu 100% sicher und darauf bin ich auch wirklich stolz. Och, jetzt muss ich schon wieder Mirko erwähnen, weil er es gestern auch so im Laberalarm gesagt hat hier, weil ja diese Community zum Beispiel dann auch im Stream dann nochmal so einen kleinen Push gegeben hat. Ihr wisst ja, unsere Mirko 2000 Aktion, die wir da hatten und so, wo wir dann gemeinsam noch ein paar Leute gefunden haben, die dann Mirko die 2000 Abonnenten beschert haben. Fand ich total geil. Und dann hat er nämlich auch gesagt hat, weil die Christian und er Community nämlich eine echt geile Community ist. Und ich muss mal ganz ehrlich sein, genauso ist es auch. Muss ich auch wirklich sagen. Und ich bin da auch wirklich, wirklich stolz drauf, ne? Aber du kriegst das ja auch mit, ne? Wenn du jetzt so, hast du die Call of Duty Community, die FIFA Community, das sind wirklich Sachen,
Da wird ein anderer Ton angestimmt, ne? Also da sind die Jungs und Mädels ein bisschen anders unterwegs, wie jetzt hier in unseren Reihen. Wir sind halt so die, oh, wir sitzen hier so, spielen so ein bisschen unsere Handy-Games und so, chillen ein bisschen und so, feiern's ab, wenn nebenbei ein bisschen Leute labern und so. Alles cool, wir lieben halt Gaming. Und bei so FIFA, ich habe das auch mitgekriegt, ne, wo ich hier die paar FIFA-Videos gemacht habe, Mann, kriegst du dort eine Welle ab, ne? Alter, kriegst du Kommentare? Das ist einfach irre. Also ich musste, glaube ich, bei noch nicht vielen Videos so viele Kommentare löschen wie bei meinen FIFA-Videos. Und falls ihr euch jetzt sagt, Christian, was bist denn du für eine Pussy, dass du dort die Kommentare löscht? Ich kann euch das ganz einfach erklären, weil ich hier ganz einfach möchte, dass so ein Ton, so ein Grundtenor in meinen Kommentaren nicht angeschnitten wird. Die Leute sollen freundlich miteinander umgehen und wenn ich mich halt nicht angepisst fühle durch die Kommentare, tut's vielleicht irgendein anderer. Und dann kommt das Facebook-Phänomen, dann kommt dann hier ein Kommentar, hier ein Kommentar, hier ein Kommentar und dann kommt ganz viel Scheiße zusammen und dann endet's irgendwann in Wüstenbeschimpfung. Und auf sowas habe ich keinen Bock, deshalb tue ich von vornherein so eine Kommentare löschen und dann kann man mir vielleicht sagen, okay Christian, du bist ein Weichei, dass du sowas löscht. Dann sage ich, okay, aber ich habe dann wenigstens auf gut Deutsch die Grundstimmung innerhalb meiner Community ein bisschen runtergedrückt. Ich bin halt der Gelackmeierte, vollkommen in Ordnung. Ich bin ja auch ein bisschen verantwortlich für den Schüssel, der hier auf dem Kanal verzapft wird und deshalb muss ich da auch mit Konsequenten leben. Aber wenigstens ist dann innerhalb des Kommentarbereichs Ruhe. Ne? Also sage ich ganz ehrlich, deshalb... gut, wenn er mal einfach nur einer mal so im Kommentarbereich schreibt, du bist ein Vollidiot oder du bist ein Idiot, da lache ich mittlerweile drüber. Das finde ich dann echt schön, weil ich mir immer wieder sage, okay, ich gucke mir jetzt irgendein Video an, ich gucke ja auch viel YouTube so nebenbei, ne? Und wenn mir dann was nie gefällt, dann schalte ich halt weg. Und ich persönlich nehme mir ja dann nicht die Zeit, noch runter zu scrollen, auf Kommentare zu gehen, tipp, irgendwas einzutippen. Und wenn es halt sowas ist, du bist ein blöder Vollidiot. Wo ich mir so denke, oh, okay. Okay, da hat sich echt immer nur Zeit genommen. Irre. Naja, es gibt halt Leute wie die Menschen, das ist doch wunderschön, ne? Naja. Oder. Hab ich hier mein Alert nicht ausgemacht? Du bist live! Das Nerdikus hat mich abonniert. Das ist doch mal richtig nett. Mensch, hab ich mein Donation Alert, habe ich das hier getauft, ne? Ja. Hab ich nicht ausgemacht. Aber, vielen Dank für dein Abo. Du warst live. Ist das nicht cool? So, Leute. Aber wir sind schön weit gekommen jetzt hier so in der Ring Domination nebenbei, ne? Übrigens, für die aus meinem Stream, mein Pickel geht's ein bisschen besser. Also es ist eigentlich bloß noch rot drumherum. Hab ich ja in Horn gehabt letzte Woche. Irre. Das ist Wahnsinn gewesen. Ach, schließen wollt ihr mich jetzt gorne lassen. Kann man machen. Ja, aber wieder so ein Royal Rumble-Gegner. Ich werde jetzt, krieg mal hier wieder richtig auf Fresse. Vollkommen logisch, bin mir ganz sicher. Ah, so, gucken wir mal. Hieß der Lars? Ach, Liara. Das ist aber ein schöner Name. Das muss ich jetzt aber... Liara. Das ist... Komme ich gerade nicht drüber weg. Finde ich jetzt nicht schlimm, wenn ich gegen dich verliere. Weil Liara ist echt ein schöner Name. So. Wir machen hier aber mal munter weiter, heben unsere guten Karten natürlich auf. Das sind wenigstens wirklich mal Karten, wo du sagst, okay, der ist halt auf Royal Rumble. Okay. Aber jetzt müssen wir hier auch langsam mal, könnte das hier so ein zu null Ding werden? Wir haben jetzt nämlich noch Pfeil hoch, Pfeil runter zur Verfügung. Müssen wir sehen. Gibt's ja auch mal nur mal ein Pickidi-Pick-Pick mehr. Ach, scheiße. Das ist gemein. Ach, vielleicht kam Tempo dran. Ich habe nicht hingeguckt. Verdammt. Obwohl, hätte auch nicht gereicht. Okay. Dann ist das halt so. So, wir ziehen. Munteres Ziehen. 14 Teile. Ah, wir haben schon ein paar gekriegt hier für Rikishi heute. Also, das ist schon in Ordnung. Hätte ich auch übelst gern als Pur. Auch so eine Karte in Supercard. Ist das dann eigentlich doppelt gemoppelt, wenn man das so sagt? Eine Karte in Supercard. Ich weiß auch nicht, irgendwie klingt's falsch. Und der echt viel häufiger hätte sein müssen. War ja auf manchen Stufen gewesen. Dann aber eher so in Hall of Fame oder hier so Throwback Packs, ne? War er auch so normal mal gewesen?
Kann es vielleicht sein, auf Legendär damals? Hat er da eine Karte gehabt? Nee. Yokozuna hatte eine, das weiß ich. Hat sich irgendjemand schon mal einen Kopf gemacht von euch darüber, über das, was ich hier erzähle gerade? Naja. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch den letzten Fight. Dann steht bei mir heute noch der schöne typische Budenzauber, weil ich mich gerade so gedreht habe. Ich habe hier hinten im Rücken, um mal so ein bisschen wehleidig zu sein, ich habe mir irgendwas eingeklemmt und so. Und kannst ja nicht mal zum Physiotherapeuten jetzt gehen oder sowas, ne? Kannst ja nie machen oder so, ne? Das ist ja alles blöd. Aber hier hinten irgendwas eingeklemmt. Das ist einfach irre. Ah, weiß ich auch nicht. Tut ganz schön weh. Ich sag, oh, ey, komm, so mache. Ist das eigentlich. Also, wenn ich Auto fahre, so Schulterblick, wäre das dann eher wieder so hier so. Und im Auto hast du keinen Drehstuhl. Das Wort Drehstuhl ist sowieso ganz schön gemein. Aber das ist wieder ein anderes Thema. So, gucken wir mal, wie es hier läuft. Ach, da hat er ja den Steamboat. Also, da hatte ich ja überhaupt kein Glück gehabt, so richtig, ne? Aber wenigstens jede Karte einmal gekriegt, dass man wenigstens für einen Kartenkatalog hat. Und fürs Ego, dass wenigstens eben mal da waren. Aber ob Scott Hall hier mal mit rumkommen wird, oh, das glaube ich nicht. Dit glaubst ne? So, warte mal. Halt, stopp, Bundeswehr. Gucke mal, das machen wir mal so. Tempo Charisma, das läuft doch. Dit läuft doch. Er wird doch bestimmt eh angegriffen, ne? Und ich habe keinen Rechtspfeil. Das ist mies. So, wir machen mal so, hoffen, dass er jetzt keinen Scheiß macht. Okay, da ist ja nochmal alles gut gegangen. Ich hatte nämlich schon ein bisschen Angst gehabt jetzt bei dem Rötchen. Ach, Diesel Pro, freue ich mich immer noch, dass ich den habe. Auch wenn das jetzt der Gegner war hier, Diesel, aber... Diesel als Pro, ach, da freue ich mich. Auch über Andre the Giant als Pro, also wenn der dann fertig ist, ach, freue ich mich auch wie die Sau. So, wir gucken. Wollen doch hier jetzt wenigstens ein Teilchen, komm. Oh, komm. Ah, das ist eine Gitarre, wang, wang, wang. Sehr, sehr gut. Und immer schön die Karten her, also ich muss sowieso trainieren, was das Zeug hält. Ein paar Pros sind da, die echt gefüttert werden wollen. So. Naja, gut. 15 Teile. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber Leute, ich bin mir sicher, alles wird gut. Das ist so ein richtig schönes Schlusswort, ne? Gefällt mir richtig gut. So, wir gucken mal hier. Oh, was haben wir denn hier für ein exklusives Angebot? Hoi. Gucke an. Very, very interesting. So, gib uns jetzt hier mal so eine Fusionszutat. Pup. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Man kann ja auch mal Glück haben, ne? So, wie sieht's denn eigentlich aus mit meiner Fusion jetzt hier? Junge, 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 Junge. Ich kann warten. So, fordern hier ein. So, Leute, soll es aber gewesen sein. Das war Grinding diese Woche. Heute, wie gesagt, Thema wilde Games und ein wilder Voldemort. Ja, und die bösen Gerüstbauer und Maler. Obwohl, wie gesagt, denkt auch dran, auch mal wirklich fürs Handwerk applaudieren. Für jeden, der noch irgendwo an der Produktionslinie steht, ist so meine Meinung, weil die tut nämlich auch ihren Film ganz normal weiterschieben und auch... Ängsten und allem zum Trotz auch ihren Scheiß weitermachen. Und an die bitte auch mal denken. Oder selbst an die Politiker. Ach nee, das lasst mal. Nee, ihr Lieben. Gut, soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, morgen Stream mit WWE Champions. Werden wir Showdown daddeln. Da werden wir die Fashion Police wieder ein bisschen zum Glühen bringen und zum Dancen. Freue ich mich schon wieder drauf. Und ja, Leute, soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.